Hallöchen. Erst einmal frohes neues Jahr und hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Ihr konntet teilweise mit eurer Familie oder mit Bekannten und Freunden feiern. Das letzte Jahr war ja total bäh. Und ich hoffe, dass dieses Jahr wirklich besser wird. Es geht jetzt hier um das Video. Und habt ihr echt geglaubt, ich mache den Schwachsinn? Ich mache das nicht. Das war so eine Art Experiment. Und was dabei rausgekommen ist, ja, ich weiß auch nicht. Ja, es steht im Moment auf nicht gelistet, weil ich die Kommentare nochmal brauche. Es geht nachher gleich wieder privat. 7 mag ich und nur 5 mag ich nicht. Leute, was ist kaputt bei euch? Also ich habe hier eigentlich mit einer 0 oder 2 Nullen mehr gerechnet, da hinten dran. Das hier dann in dem Sinne, ja, okay, aber im Moment so, wie es hier ist. Sag mal, was ist kaputt mit euch? Ich mach das nicht. Das ist nicht meine Ambition. Natürlich werde ich meinen Namen ändern. Ich will den umbenennen, weil der passt nicht mehr zu dem Kanal, weil der kommt von aus einer Zeit, wo ich gar nicht mehr mitmache. Ich mache ja eigentlich nur noch reparieren und irgendwelches Gebastelzeugs und irgendwo mal hier als Ausnahme dieses Politikzeug da. Aber ich repariere eben Kassettendecks und Soundkarten, alles was irgendwie ansteht, Netzteile, bastel mir hier irgendwie was zurecht. Also haben wir hier Netzteil zurecht basteln fürs Mischpult und Lötkolben, Kabel tauschen, Oszilloskop, IC tauschen, den ADC und einen Tester basteln. Sowas mache ich ja jetzt. Da passt der Name nicht mehr. Ich habe schon überlegt, ich habe nichts Richtiges gefunden, was dazu passt, was das, dass der bleiben kann und noch was da hinten. Von Dennis, ja, kam eben dieses als eigenständiger Name passt es. Ich möchte nicht unbedingt Heiko drinne stehen haben, auch wenn ich Heiko heiße, ist halt klar. Bastelkanal passt auch nicht. Du hast schon recht, passt halt nicht. Das passt eben nicht. Und Bastelbude, nee, da gibt es schon irgendwo bei YouTube irgendwas mit Bastelbude. Ja, wie gesagt, also das Video war nicht ernst gemeint. Wer das geglaubt hat, also es gibt hier einen Deabonnieren-Button und tschüss. Auch für die Leute, die hier Daumen runter geben, und zwar kaum ist das Video online, deabonniert mich und tschüss. Weil, was habt ihr davon? Ihr wertet jedes meiner Videos runter. Daumen runter und kaum ist das Video online, Daumen runter. Was habt ihr davon? Ich hab nichts davon, ihr habt nichts davon. Mir sagt es auch nicht, euch gefällt das nicht. Es ist auch nur einer. Dann habe ich hier Reparatur der Soundkarte fehlgeschlagen, wie da jetzt die 4 hoch, 4 runterkommen. Verstehe ich nicht. Also da eine konstruktive Kritik habe ich da nicht wirklich bekommen. Also von 1 oder 2 Daumen runter, dass sie mal begründet werden, wieso, was, warum. Video zu lang oder falsch gemacht oder was auch immer. Kam nicht, kam nichts zu. Die 1, 2 Kommentare, die da kamen mit schmeiß weg oder was, die wurden dann auch nicht mehr weiter beantwortet, wo ich dann noch nachgefragt habe. Was bringt euch das, eigentlich Daumen runter zu geben? Wenn ihr einen Daumen runter gebt, dann begründet das. Das mache ich bei vielen Leuten auch, wenn ich einen Daumen runter gebe, schreibe ich noch hin, was mir nicht dran gefällt. Ansonsten mache ich keine Bewertung oder eben einen Daumen hoch. Ich weiß jetzt auch nicht, wer genau das gewesen ist, der hat es mal gesagt und ich meine, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass es mal so hier bei Videos nicht Daumen hoch, Daumen runter, sondern so eine Sternebewertung gab. Weil jetzt im Moment ist es ja so, ja, gefällt mir gar nicht. Es gibt kein Zwischending. Sondern, ja, es gefällt mir jetzt nicht top, es ist jetzt aber auch nicht komplett schlecht. Man kann es irgendwie nicht so bewerten. So 5 Sterne von 1 bis 5 oder sowas. Dass man das irgendwo bewerten kann, dass man sagen kann, ja, ist schon okay, ach, kriegst 3 Sterne. Oder, das ist nicht so besonders, ist aber auch nicht so schlecht, ja, kriegst nur 2 Sterne. Das würde ich mir von YouTube wünschen, dass sowas
hier reinkommt, eine Sternebewertung, weil das hier, das ist echt, ja, gefällt mir oder gefällt mir gar nicht. Da kann man nicht sehen, ist das Video jetzt im Durchschnitt für die meisten, ja, ist okay oder ja, das gefällt ihnen sehr gut oder nicht. Hier kann man nur sehen, ja, entweder gefällt es oder es gefällt gar nicht. Das würde ich mir wünschen. Wie gesagt, wer hier Daumen runter gibt, ständig auf jeden Videos oder fast jedes Video, deabonnieren und tschüss. Und auch die, die mich eigentlich nicht mehr gucken und meinen, macht nur noch den Kram, interessiert mich alles nicht. Es wird sich nicht ändern. Deabonniert mich und tschüss. Mir sind die Abos egal. Ich würde mir zwar mehr wünschen, aber die Abos sind mir egal. Die können weg. Mit der Aufrufe, ist es selten, dass ich mal hier über die 100 komme. Und die 100, da muss ich dann aber auch noch ungefähr ja, so knapp 20-30% abrechnen, weil das nicht echte Aufrufe sind, sondern Mehrfachaufrufe von den gleichen Leuten. Also, dass ich hier knapp 100 Aufrufe kriege bei 900 Abonnenten, sagt mir ja eigentlich nur, dass 5% von meinen Abonnenten vielleicht die Videos gucken. So, wie gesagt, wer das hier alles nicht mag, tschüss. Es wird sich auch nichts weiter ändern. Wie sich das in der nächsten Zeit noch entwickelt, weiß ich nicht. Aber es wird im Moment so bleiben, dass ich so weitermache wie bisher. Die Videos werden auch wieder zwischen ja, eine Minute und eine Stunde lang werden, egal wie. Ich habe viel zu blabbern. Auch dieses Video ist wieder viel zu lang, ich weiß das. Ich kriege das einfach nicht auf die Kette, dass das unter 3 Minuten bleibt. Tut mir leid, ist halt so. Müsste durch, ist halt so. Das ist hier auf dem Kanal so und fertig, das bleibt so. Aber das wollte ich euch nochmal sagen, also dass ich hier dieses Video, dass ihr das ernst meine. Mit, ich werde mich in sowas hier umbenennen, das ist wirklich. Das war nie ernst gemeint, das war so eine Art Experiment und ich habe gesehen, also sorry. Keine Ahnung, wer hier noch auf meinem Kanal zuguckt. Von diesen, die hier das mögen, dass ich das hier machen soll. Ihr könnt echt deabonnieren und tschüss, ganz ehrlich. Weiß nicht, was mit euch los ist. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Es wird sich hier nichts weiter ändern vom Namen her. Ihr könnt mir noch Vorschläge schicken, wie ich den Namen vielleicht noch ändern könnte. Es muss nicht unbedingt Stromspeicher bleiben. Wäre schön, aber er passt nicht mehr. Er passt nicht mehr zu diesem Kanal. Ich habe bloß keinen direkten Namen, den ich nehmen kann. Ich habe schon überlegt die ganze Zeit. Ich weiß bloß nicht, in was ich das ändern soll. Der passt nicht und das andere, was ich so hier als Vorschläge habe, ist eigentlich nur einer, der halbwegs passen würde, aber auch nicht so ganz, so hundertprozentig. Naja, gut. Dann wünsche ich euch noch einen schönen 1. Januar und dass dieses Jahr besser wird als das alte. Nicht YouTube gesehen, mäßig gesehen, sondern auf die komplette Situation hier in ganz Deutschland, dass sich das wieder ändert zum Guten. Es macht einen nur noch irgendwo depressiv. Es ist einfach nicht mehr auszuhalten, was hier passiert in diesem Land. Ich glaube, das wird sich auch in meinen Videos ein bisschen widergespiegelt haben, dass mir das alles dermaßen auf der Kette ging mit dem ganzen Scheiß, was hier im Land abgeht. Ja. Aber dann danke fürs Zugucken und wie gesagt, das war nicht ernst gemeint, überhaupt nicht ernst gemeint. Wer das gedacht hat, deabonnieren und tschüss. Auf Wiedersehen.